So, weiter geht's mit Dragon Age Origins. Im Versteck der Kater unter der Stadt des Staubs. Die sollen wir ja auseinandernehmen für Lord Herrumon, damit sein Ansehen steigt. Wir haben uns hier schon ein bisschen durchgeschnetzelt. Aber so ein ziemliches Labyrinth hier unten und es ist noch einiges mehr zu erwarten. So, nächster Raum, nächster Gegner. Da ist doch gleich ein Magier. Bleibst du stehen, du. Hier auf dem Boden sieht man so ein Siegel des Schutzes oder was das war. Gott sei Dank haben wir ihn da rausgetrieben. So, der Magier ist down. Ah, das waren hier alles Elite-Gegner. Scheiße, Stan ist tot. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Von diesem Kunari-Söldner umgelegt. Na, das ist ja gar nicht nett. Stan, unser Kunari, wurde vom Kunari-Söldner umgenietet. Lange konnte der sich aber nicht dran freuen. Alle Gegner platt. Stan steht auch wieder. Betrachtet es als erledigt. Ja, dein Todeszustand, der ist erledigt. Ich Schnell gehe. eine Verletzungsausrüstung. Ja, schon ewig keiner mehr gestorben gewesen. Ein Oder was heißt weiteres ewig? Schon Mangelmoment länger an auf jeden Fall. Disziplin. Schnell mal alle Buffs Es ist erneuern. eine Antwort für den Aryshock. So, was fehlt jetzt noch? Nur noch Lied des Heldenmuts. Schnell warten, bis frei ist und dann brüllen. So, dann plündern und dann können wir auch schon weiter. Paar Kisten stehen hier noch. Wie ihr wünscht. Ja, zwischendurch war ich sogar schon mal wieder raus und habe ein bisschen Krims verkauft. Inventar war fast schon wieder voll. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie weit das hier noch geht. Sieht aber so aus, als wenn sich das noch ein bisschen hinziehen könnte hier unten in diesem Labyrinth. Hier haben wir Kenkis normale Truhe. Da müssen wir jetzt den billigsten Ring rausnehmen. Und ich denke mal, das ist der aus Silber. Wir werden es gleich sehen. Richtige Entscheidung. Keine Verletzung, keinen Schaden gekriegt. War es der richtige Ring? Gibt dann noch zwei weitere Truhen. Da müssen wir es genauso machen. So. Mal sehen, wann wir die finden werden. Geradeaus oder links? Ich glaube, hier hinten ist nachher Schluss. Ja. Feinde nähern sich. Letzter Raum hier. Aber auch wieder recht viele Gegner. Aber solange da nicht wieder drei Elite bei sind, sollten wir die eigentlich relativ easy hinbekommen. Bisschen rumschnetzeln hier. Ja, die fallen alle relativ fix um. Na, bleibst du hier, du. So, das war's schon. Aber ich glaube hier eine ganze Menge zum Plündern. Eispfeile. Na gut, Bogenschützen haben wir ja nicht gerade wirklich viele in unserer Gruppe. Eigentlich könnten wir die Eispfeile oder was weiß ich, allgemein die Pfeile auch mal ein bisschen verkaufen. Oh ja, Silber, Lebensstein, sowas benutze ich eigentlich nie. Da hinten ist doch noch eine weitere Kiste. Lederstiefel eines Staubfressers. Auch nur zum Verkaufen. Naja. Können wir trotzdem unsere Kriegskasse ein bisschen mit aufbessern? Sowas ist doch schon nützlicher. Wundumschläge. Egal ob schwach oder nicht. Oder stärker. Sowas können wir immer gebrauchen. So, jetzt geht's, glaube ich, hier auch weiter. Stimmt gleich die nächsten Gegner.
Oh ja. 1, 2, oh, 1, 2 viele. Eieieiei, nicht alle auf unseren Schurken. Ah, jetzt hat Alistair die Aggro gezogen, so wie es sein soll. Jetzt können wir nämlich schön mit dem Schurken hinterrücks angreifen. Macht mehr Schaden. So, da hinten stehen noch zwei. Erstmal den hier. Ups. Durch die Tür durch. Bringt das was? Keine Ahnung. Glaube eher nicht. Ah ne, waren sogar noch drei. Den einen habe ich glatt übersehen. Ja, da hinten kommen wir jetzt eh nicht ran. Lassen wir das Alistair mal alleine machen und gucken entspannt zu. So, und das war's dann auch. Wieder so ein ganzes Rudel Gauner platt gemacht. Mal sehen, was die denn alle so dabei hatten. Überall blinkt und blitzert es. Überall Beute. So, und das müsste es jetzt gewesen sein mit dem Looten hier. Ich sehe nichts mehr. Ich muss mal einen Moment kurz, meine Maus hackt. Komm schon. So. Ja, so gefällt mir das doch schon besser. Dann mal weiter. Nächster Sollte Durchgang. kein Problem sein. Erstmal keine Gegner. Ist hier aber auch ein Riesenlabyrinth. Ich bin echt gespannt, wie weit das noch Eine geht. Oh, Falle. eine Falle. Das ist neu. Stolperdraht. Müssten wir aber eigentlich entschärfen können. Wir an. Ja, sieht doch gut aus. Und klack, 50 IP. Schön. Na, ist hier die nächste? Nö, anscheinend nicht. Aber zwei Fässer. Nochmal. Lederstiefel hatten wir doch gerade. Kurzbogen. So, jetzt kommt bestimmt wieder ein Raum. Ja, sieht fast so aus. Natürlich. Und bestimmt auch gleich die nächsten Opfer. Links um rechts rum. Ja, rechts rum, denke ich mal, geht's weiter und links rum, da ist dann der nächste größere Raum. Können wir noch nicht reingucken, Tür vor, mal sehen, was es ist. Eine Oh, Falle. nächste Falle. Wo ist er denn? Ah, hier vorne gleich. Ganz schwer zu sehen. Nächster Stolperdraht. Ja, mit Fallen haben wir keine Probleme mehr. War ja zu Beginn des Spiels doch ein bisschen anders. Oh, Kerkermeister, als Elite sind wir hier ins Gefängnis gestolpert. Den musste ich Noch denn nie ein Problem sein. mal Alistair schnappen und wir kümmern uns um den Rest. Betäuben und schnell draufkloppen. Verdammt, jetzt sind wir selbst betäubt. So, der ist down, gleich den nächsten. Dann kommt zur Hilfe. Haben wir hier noch Meuchelmörder. Okay, der Kerkermeister ist schon längst down. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber hat doch relativ gut geklappt. Was hat er dabei?
Ein Gefängnisschlüssel. Sollen wir hier irgendeinen befreien? Ja, da hinten. Oben sieht man noch einen eingesperrten. Hier ist auf, ist aber auch keiner drinne. Andere Seite genauso, aber da liegt eine Leiche. Leichnam eines Zwergs. Zwergische Rüstung, sacken wir ein. Leiche lassen wir liegen. Was zappelt der hier? Den sprechen wir gleich nochmal an. Lesky. Ich will hier raus. Ich sehe doch, da besteht nicht gerade Zuneigung zu Javier. Bitte, Hilfe! Na gut, machen wir das mal. Wer bei Ganoven im Knast sitzt, muss ja nicht Danke. unbedingt auch ein Ganove sein. Wir sind hier schon ziemlich lange. Mein Freund hat es nicht geschafft. Hat einfach nichts mehr gegessen. Und wegen einer dämlichen Wette. Na gut, was das für eine Wette war, will ich auch gar nicht wissen. Der Typ geht stiften. Soll er mal. So. Wir rennen einfach mal weiter. Also Gefängniskerker ist geklärt. Irgendwann müssen wir ja mal am Ende ankommen. Oh, hier kommt wieder ein größerer Raum. Ziemlich verwinkelt hier alles. Ach du Schande. Mehrere Schurken, gleich drei Stück Meuchelmörder. Ich glaube auch alles drei Elite-Gegner. Ja. Aber die scheinen doch kein Problem zu sein. Also, der erste liegt ja schon, der zweite jetzt auch. Und oh, den dritten haben sie die Rübe abgehauen. Das habt ihr davon. Wärt ihr mal in eurem Verstohlenheitsmodus geblieben. Okay, geplündert haben wir, denn vorsichtig weiter. Wer weiß, vielleicht schleichen hier noch mehr von diesen Typen rum. Da hinten haben wir ein paar Fässer zu plündern. Wer steckt denn bitte schön einen Bogen in ein Fass? Was soll denn das? Oder eine Vase im Fass? So, haben wir alles. Da geht's um die Ecke und da kommt schon der nächste. Kunari-Söldner wieder. Wieder einer von Sten seine Landsleute. Falle, Falle, wo? Ich sehe keine. Erstmal schnell den Kunari platt machen. Okay. Einzeln ist der natürlich kein Problem. Ah, da hinten die nächsten Gegner. Die schießen mit Pfeil und Bogen auf uns. Ah, hier sind die Fallen. Ich sehe schon. Nicht durchrennen. Oh, wie viel kommen denn da schon wieder? Wieso ich zuerst? So, und die Reihen der Gegner lichten sich. Einer steht dahinter noch. Müssen wir ein bisschen. Ich hoffe, dass es keine Falle ist und wir da wieder in so eine ganze Horde reinrennen, aber nee, ist der letzte. Gut, dürften alle gewesen sein. Da ist wohl die Tür, wo es weitergeht, aber erstmal in Ruhe plündern. Und die Fallen entschärfen. Gibt ja auch noch mal extra EP. Ja, eines ausgelöst. Ich glaube, vier Stück lagen hier. Drei haben wir noch. Aber sah so aus, als wenn da so ein Schurke reingerannt war. Also keiner von unseren Leutchen.
Gut, hier den Kunari noch schnell. Streithammer der dunklen Brut. Ja, ist jetzt nicht so toll, hat zwar Bonuswerte, aber den verkaufen wir trotzdem. Hier ist nichts mehr. Hier haben wir doch noch was. Noch ein Schwert. Ups, was war das denn eben? Das hat sich ja komisch angehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Spiel war oder ob das nur mein Headset war. Egal. Solange es kein Dauerzustand ist, hier haben wir Jammers normale Truhe. Also das ist die zweite von diesen. Da müssen wir doch jetzt mal gucken. Ich denke mal, der Eisenbrieföffner dürfte das billigste von hier sein. Nehmen wir mal raus. Und ja. Nichts passiert, kein Schaden, keine Verletzung. Alles wunderbar. Fehlt uns nur noch eine Truhe, wo wir was rausnehmen müssen. Und dann müssen wir halt auch noch die Truhe finden, die wir dann im Endeffekt öffnen können. Mal sehen, immer eins nach dem anderen. Langsam weiter. Nächster Gang. Es scheint so ein bisschen nach oben zu gehen. So. Versteckte Karte. Vorsichtshalber mal speichern. Nicht, dass wir alles nochmal machen müssen. Und auf jeden Fall die nächsten Gegner. Locken wir mal so ein bisschen raus. Ah, wie der Meuchelmörder. Diese listigen Typen. Irgendeiner schießt doch von da hinten jetzt. Ja, und ein Magier ist hier doch auch irgendwo. Irgendwie habe ich doch so eine Magierblitze gesehen. Ah, der steht hinter mir. Was denn? Hat sich den schon vorgeknöpft und der ist auch schon down. Super. Sterbt ihr, Ganoven. So, alles geschafft. Jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umgucken. Wird erledigt. Ui, der hat über ein Gold eben bei sich gehabt. Das war gar nicht schlecht. So, haben wir alle. Ah, da ist Piquets normale Truhe rechts, aber vorher noch hier den Elfenmagier, Elfensöldner. Auch ein Wundumschlag dabei. Gut. So, letzte normale Truhe. Gucken wir mal rein. Fluss, Spat, Schmuckstück, Granat oder Malachit. Ja, das ist jetzt die Frage. Was ist denn hiervon das Billigste? Ich denke mal Granat oder Flussspat. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Tor 3 glaube ich nicht, also Malachit nicht. Ich denke mal eher, dass das das teuerste ist. Ich versuch's mal mit Granat. Oder? Verdammt. Umentschieden. Wahrscheinlich falsch, ja. Ja, haben wir eine Verletzung gekriegt. Gespaltener Schädel. Au, au, au. Wird Okay, erledigt. schnell eine Verletzungsausrüstung. Das sollte kein Problem sein. Dann müsste es jetzt aber der Granat sein. Jupp, war richtig. War doch der erste Gedanke der beste. Aber egal, was soll's. So, hier geht's weiter. Würde ich mal aber sagen, schnell eine Pause und vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye bye.